Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir starten ins dritte Jahr der gemeinsamen KI-Webinarserie KI, der Gamechanger. Gemeinsam bedeutet, wir haben eine Serie der Wirtschaftskammern Oberösterreich, der neuen Landeskammern. In den letzten beiden Jahren hatten wir 18 Webinare mit verschiedensten Use Cases. Unser Ziel war, dass wir aufzeigen, dass wir sie animieren und dass wir sie motivieren, sich mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinanderzusetzen. 2021 haben wir das Konzept etwas abgeändert, nach dem Motto: Die nächsten Schritte in die KI-Zukunft beginnen bei Ihnen selbst. Drei Rufzeichen. Möchten wir heuer mehr ins Tun kommen? Das Konzept ist einfach erklärt. Wir werden zwei, drei Webinare zu einem bestimmten KI-Thema haben: Marketing und Vertrieb, Produktion, Predictive Maintenance und so weiter. Und wir wollen bei diesen Webinaren schon viel mehr die Frage stellen, den Fokus legen, ob das Thema für Sie in Ihren Unternehmen auch relevant ist. Und dann bieten wir einer kleinen Gruppe natürlich nur, wir können das nicht allen bieten, aber es besteht dann die Möglichkeit zu einem halbtägigen Workshop, wo es dann wirklich ins Tun geht, denn wir glauben, es ist höchst an der Zeit, konkrete Projekte zu machen und wir wollen Sie dabei unterstützen. Vorab, für alle, die neu bei dieser Webinarserie sind, die Slides und den Mitschnitt können Sie in wenigen Tagen auf wko.at/KI downloaden. Dort können Sie auch nachlesen, nachschauen. Die ganzen Webinare, alle 18, sind dort via YouTube-Channel abrufbar. Und auch für die Neuen, mein Name ist Hans Baldinger. Ich bin Mitarbeiter im Innovationsservice. Ich bin Innovations- und Digitalisierungsberater der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Und wir befinden uns eben hier in diesem Webinarstudio der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Think big. Start smart und doing. Die nächsten Schritte in die KI-Zukunft beginnen bei Ihnen selbst. Heute dieses Webinar und die nächsten beiden werden dieses Thema beinhalten. Und dazu für die nächsten drei Webinare darf ich Julia Zugriegel begrüßen. Danke für dein Kommen. Your data is your product. Der Name sagt eigentlich schon das Programm. Du unterstützt Unternehmen im Bereich Industrie, Handel, Gewerbe, auch öffentliche Verwaltung, um, denke mal, den Wert der vorhandenen Daten überhaupt einmal zu finden und festzustellen und dann eben konkrete Datenprodukte draus machen. Du hast mehr als 10 Jahre Erfahrung in dem Bereich Kompetenz. Ich habe gesehen in den Folien, du hast drei Schlagwörter, also die Julia in drei Worten ist Data Scientist, Betriebswirtin und Business Modeling Expert. Und du hast, glaube ich, auch so einen Claim, den ich auch gesehen habe, den ich hier, glaube ich, trotzdem sagen, also Daten müssen Menschen dienen. Und das ist uns auch ganz, ganz wichtig, immer so den zentralen Mittelpunkt. Du hast also in dem Thema, glaube ich, auch eine Studie, eine Folie dabei, wann Datenprojekte funktionieren oder warum und warum nicht. Genau. Ja, heute gehen wir ein bisschen zurück zu den Basics. Die Basics, so mal die Frage, was ist KI wirklich? Wirst diese Datenmythen, die ich ja in meiner Beratung hier in der Wirtschaftskammer sehr gut kenne, das ist nur was für die Großen, die Daten müssen alle perfekt sein, das ist zu teuer, dann Datenprojekte, die gleichzeitig immer als KI-Projekte, oh, war nicht so schlimm, das ist live, damit sehen wir auch, dass es live ist, damit war auch nicht ohne. Julia Lawson, nimm da deine. Genau. Und du wirst aber auch heute schon bei dem ersten Webinar schon ein bisschen eine Anleitung, wie kann man Projekte aufsetzen, geben. Doch, das freuen wir uns ganz besonders und das ist ja auch so in dieser neuen Serie, also in der dritten Generation, wenn es nennen ist, das sollte das auch der Schwerpunkt bei allen Folgenden sein. Wir wollen nicht nur irgendwie so monoton in die eine Richtung präsentieren, sondern uns ist, und Sie wissen das, die schon
Stammhörer sind ganz, ganz wichtig, dass sie uns ihre Fragen reingeben. Die erste Frage ist, oder die erste Grußworte habe ich schon drinnen. Die Technik funktioniert. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, rechts oben gibt es so einen Pfeil. Mit dem Pfeil kann man eben das Bedienfenster aufmachen. Dort können Sie Ihre Fragen reingeben. Und ich werde dann an die Julia ihren Vortrag halt immer wieder schauen, was kommen für eine Fragen rein und werde sie auch relativ uncharmant zum Teil unterbrechen und sagen, das ist eine wichtige Frage und auf die werden wir jetzt eingehen. Ja, wirklich meine Bitte, nützen Sie die Gelegenheit, Sie können damit ein Stück weit das Webinar mitgestalten, weil wir da sicherlich flexibel sind. Und ich darf an dieser Stelle schon an dich übergeben, ich übergebe dir die Fernbedienung, eben mit dem Hinweis, ich werde immer wieder unterbrechen und bin schon gespannt auf deine Präsentation. Ja, Hans, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Mein Name ist Julia Zugwegel. Ich bin die Geschäftsführerin von Hint Analytics und eines unserer Produkte ist Your Data is Your Product. Es freut mich natürlich ganz besonders auch als Jungunternehmerin, mit der Wirtschaftskammer gemeinsam dieses Webinar gestalten zu können, wenn wir auch sicher neue Ideen in die Branche reinbringen. Und freue mich auf die Diskussion und ich glaube natürlich, dass die Zwischenfragen sicher charmant gestellt sein werden. Von daher freue ich mich einfach, weil es natürlich besser ist, man diskutiert ein bisschen, als wir einfach einen Frontalvertrag da oben zu liefern. Also da freue ich mich auf Ihre Fragen, auf deine Fragen natürlich. Genau. So, KI-Doing, Ihre nächsten Schritte in die KI-Zukunft. Wir hören sehr viel über künstliche Intelligenz, wir hören sehr viel über die Datenzukunft, über Data-Driven Organizations and Companies. Und es gibt bei Vorträgen Anwendungsfälle, es gibt ganz unterschiedliche neue Technologien, wo man das Gefühl hat, jede Woche, jeden Tag, jeden Monat kommt eine neue Technologie auf den Markt, die neue Lösungen anbietet. Und man verliert vielleicht ein Stück weit den Überblick, beziehungsweise vielleicht auch den Anknüpfungspunkt, wo man auch als nicht so großes Unternehmen, als Mittelständler, vielleicht auch als Kleinunternehmen, das über Daten verfügt, da richtig einsteigen kann. Und ich möchte gleich mal vorwegnehmen, also quasi ein bisschen spoilern, heute wird es ganz wenig um Technologie gehen, sondern um viele andere Erfolgsfaktoren, die man auch, wie soll ich sagen, die man aussteuern kann, auch als Unternehmer, als Unternehmerin, als Fachexperte in einem Unternehmen, der eigentlich mit KI und künstlicher Intelligenz bisher nicht so viel Erfahrung hat. Also es geht wirklich um die Basisschritte, wo wir uns da heute wegbewegen, um eben in die Datenzukunft, in die KI-Zukunft einzusteigen. Ja, zu mir ganz kurz. Mein Name ist Julia Zugregel. Du hast eh schon vorweggenommen. Ich bin seit über 10 Jahren an der Schnittstelle zwischen Marketing, Vertrieb und Data Science tätig. Bin von der Ausbildung her und im Herzen Betriebswirtin und Data Modeling und Business Modeling verbinde ich sehr gern, weil ich einfach auch glaube, dass eben Daten müssen den Menschen dienen. Das ist jetzt nicht nur ein schöner Satz, sondern ich glaube ganz fest daran, dass Daten einfach keinen Selbstzweck haben, sondern sie müssen am Unternehmen was bringen, sie müssen auch Mitarbeitern in einem Unternehmen was bringen, beziehungsweise müssen Mitarbeiter in Unternehmen den Nutzen verstehen. Und so gehört für mich für die Entwicklung von einem Datenprodukt, für die Entwicklung von einer Anwendung der künstlichen Intelligenz auch dazu, dass man sich den wirtschaftlichen Nutzen anschaut und rechnet, was bringt es, was kostet es, wie viel mag ich investieren, wie geht es da weiter? Die berühmte Zervos-Frage in Österreich. Ja, genau, so ist es. Mein Unternehmen bzw. unser Fokus, ja, Data is a Product, der Name ist Programm. Wir entwickeln mit Unternehmen, die am Anfang ihrer Datenreise stehen, Datenprodukte. Das bedeutet, wir entwickeln Prototypen von Datenanwendungen, aber auch die Geschäftsmodelle rundherum und halt auch diese Wirtschaftlichkeitsrechnungen, wo man sich am Anfang anschaut, was ist denn in einer neuen Technologie, in einer bestimmten Datenanwendung wirtschaftlich überhaupt drinnen, zahlt sich das aus? Und dann ein weiterer Punkt, der für mich auch noch dazugehört, abseits der Technologie ist, wie überzeuge ich denn meine Mitarbeiter, meine Entscheidungsträger und meine Kunden davon, dass das jetzt was Sinnvolles ist, dass sie da, wie soll ich sagen, mit Begeisterung in die Datenzukunft mitgehen. Wir arbeiten auch mit Datenprofis zusammen, denen wir dabei helfen, ihre bereits funktionsfähigen Datenprodukte zu vermarkten und eben an den Kunden zu bringen, beziehungsweise Verständnis dafür zu erzeugen, machen Data Business Modeling, Data Strategy. Schaut ihr gerne auf unsere Website vorbei. Werbedurchsage, Ende.
für Ihre Aufmerksamkeit. Steigen wir einfach ein. Ich habe sehr viele Themen mitgebracht und nutzen wir die Zeit. Wie wir das erste Mal gesprochen haben über das KI-Webinar, das war schon vor einigen Monaten, und diskutiert haben, wie geht es weiter mit der künstlichen Intelligenz. Wir erleben gerade einen großen Hype, aber auch, wie soll ich sagen, eine gewisse Ernüchterung in der Wirtschaft zum Beispiel zum Thema künstliche Intelligenz ein Stück weit. Wie geht es denn da weiter? Wie können wir denn den Unternehmen damit dabei unterstützen? Da habe ich gesehen, am Anfang eures KI-Webinars bzw. der Serie steht das Wort vom KI-Papst, Professor Sepp Hochreiter, der eben, ich glaube, im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung eben auch gesagt hat, bitte, liebe Unternehmer, vermasselt es nicht, denkt an die KI, damit wir weiter vorne dran sind. Das bedeutet natürlich, der Professor Hochreiter stellt da einen sehr hohen Anspruch an uns, genauso wie an seine Studenten. Seine Studenten wissen aber auch, wenn man, wie soll ich sagen, den Ansprüchen von Professor Hochreiter im Hinblick auf die KI-Zukunft genügen will, muss man seine Hausaufgaben machen. Und vor allem der KI-Student fängt wahrscheinlich auch nicht am Ende vom Masterstudium an, sondern macht einmal den Grundlagenkurs. Und genauso sollten wir uns da auch als Unternehmer an der Nase nehmen und auch, wie soll ich sagen, bei den Grundlagen anfangen, bei den ersten Schritten und nicht mit der Kür, mit bestimmten Anwendungen. Aber das werden wir heute im Laufe der weiteren Stunde noch ein bisschen erläutern. Vielleicht eine Erfahrung, die ich da einbringen möchte. Es wird nicht funktionieren, wie es sich halt vielleicht mancher vorstellt, ich bestelle ein Stück KI-Produkt, ohne mich damit auseinanderzusetzen. Genau. Und ich glaube, das wirst du heute auch echt darschauen. Also ich habe da ein persönliches Erlebnis gehabt bei einem meiner letzten Arbeitgeber mit einem meiner liebsten Vorgesetzten, mit denen ich ganz wunderbare Diskussionen gehabt habe. Ich weiß nicht, ob er im Publikum sitzt, vielleicht fühlt er sich angesprochen. Der gesagt hat zu mir, du Julian, wir kaufen jetzt die KI, brauchen wir die dann noch? Und das war natürlich auch so, wo ich gemerkt habe, okay, die Vorstellung, wenn man quasi ein Tool kauft, hat man das implementiert, hat man mit sofort sozusagen eine Leistung bzw. einen Mehrwert, das ist halt oft schwierig. Aber das werden wir nachher auch noch sehen. Aber letzten Endes, jetzt nochmal eine Analogie zu den Studenten vom Professor Hochreiter, unseres Unternehmen. Die Studenten fangen mit den Grundlagen an. Wir fangen auch nicht damit an, dass wir uns zuerst überlegen, wenn wir an künstliche Intelligenz denken, welche Plattform soll man denn nehmen oder welchen Algorithmus wendet man denn an oder ja, wir möchten jetzt gerne neuronale Netze mit neuronalen Netzen arbeiten. Wir als Unternehmer fangen viel früher an und das nicht bei der Technologie, sondern bei uns selbst. Genau, was ich damit meine, werden wir heute in 5 bis 6 Schritten durchgehen. Am Anfang muss natürlich stehen, dass man zum ersten Mal versteht, was eigentlich künstliche Intelligenz wirklich ist und was es vielleicht ein Stück weit auch nicht ist. Wir fangen jetzt mit einer Definition an und ich habe da ein paar Beispiele mit, um Ihnen das ein bisschen griffiger zu machen, damit wir wissen, okay, künstliche Intelligenz in Abgrenzung zu anderen Dingen. Ich habe da zwar kurze Definitionen mitgebracht, was ist künstliche Intelligenz? Eine intelligente Nutzung von Daten. Und ich finde das Wort intelligente wahnsinnig schön, aber es sagt einfach so wahnsinnig wenig aus, was jetzt wirklich mit Intelligenz gemeint ist. Die zweite Definition ist ein bisschen umfangreicher, aber auch ähnlich informativ. Künstliche Intelligenz beschäftigt sich mit Methoden, die es einem Computer ermöglichen, solche Aufgaben zu lösen, die, wenn sie von Menschen gelöst werden, Intelligenz erfordern. Na, das ist zwar schön, aber für mich nicht zufriedenstellend, wir kämen immer noch nicht aus. Mhm. Also schauen wir uns einfach mal an, was das an einem Beispiel wirklich bedeutet. Sie entschuldigen das Foliendesign, ich bin leider keine Grafikerin, aber es war gut gemeint. Wir haben, ich möchte Ihnen das ganz kurz sagen, an einem Anwendungsbeispiel, kann ich da eigentlich pointen? Nein, das sieht man nicht, so. Und vor allem der Kunde ist nicht, also unsere passt. Teilnehmer sehen es nicht. Also kein Pfeil oder so, passt. Anwendungsbeispiel für zum Beispiel künstliche Intelligenz ist, ich habe einen Kundenstamm, ich habe eine Kundendatenbank, ich bin vielleicht ein Händler, der jetzt sagen wir mal 1000 Kunden hat und ich möchte verhindern, dass oder rechtzeitig erkennen, wenn meine Kunden gefährdet sind, abzuwandern, weil ich möchte natürlich langfristig meinen Umsatz hochhalten, die Kundenloyalität hochhalten etc.
Jetzt kann ich da herangehen mit sozusagen menschlicher Intelligenz und das Problem lösen und auf der anderen Seite mit künstlicher Intelligenz. Links schauen wir uns das einmal an mit menschlicher Intelligenz, eine Computeraufgabe ohne künstliche Intelligenz. Und da sehen Sie, im untersten blauen Feld steht da, ich schreibe, quasi ich sage im Computer oder mache es händisch im einfachsten Fall, schreib allen Kunden, die abwanderungsgefährdet sind, eine Werbe-E-Mail, weil ich glaube dann, wenn ich denen eine Werbe-E-Mail schreibe, dann kommen sie wieder und kaufen sie ein Produkt. Das ist ein ganz einfaches, reduziertes Beispiel. Eigentlich das gleiche Ziel habe ich auch, wenn ich für diesen Anwendungsfall Kundenabwanderung gern künstliche Intelligenz einsetzen möchte. Ich sage auch, schreibe allen Kunden, die abwanderungsgefährdet sind, eine Werbemail. Was macht aber den Unterschied? Auf der linken Seite, wenn ich sage, okay, ich arbeite ohne künstliche Intelligenz, entscheide ich als Mensch, was denn eigentlich abwanderungsgefährdet hast. Das mache ich mit meinem Erfahrungswissen, weil ich bin schon seit 20 Jahren im Handel tätig und weiß, wie ich meine Kunden binde, worauf sie negativ reagieren, womit ich sie vergraulen kann im schlechtesten Falle und sage, okay, abwanderungsgefährdete Kunden sind dadurch zu erkennen, auch ganz simplifiziert bitte sehr, dass sie mindestens ein Jahr nicht mehr bei uns eingekauft haben. So, und ich sage im Computer dann, okay, schreibe alle Kunden an, deren letztes Einkaufsdatum länger als ein Jahr her ist. Das ist ein fixes Programm. Ich schaue im Computer an, was er zu tun hat. Der führt es im besten Fall aus. Er muss nicht nachdenken. Ich treffe die Entscheidung. Wenn ich sage, ich möchte mit künstlicher Intelligenz an das Thema herangehen, weil ich vielleicht eine große Datenbasis habe und gar nicht so hundertprozentig sicher bin, ob es denn jetzt vielleicht sogar andere Erkennungsmerkmale für Abwanderungsgefährdung gibt, sage ich, okay, wir beauftragen die KI, beziehungsweise ein Programm, wo künstliche Intelligenz draufläuft, und sage, finde auf Basis bisheriger Verkaufsdaten heraus, welche Kunden abwanderungsgefährdet sind. Das bedeutet, dieses Programm oder die KI geht in die bisherige Datenbank, sucht sich alle Kunden heraus, die in der Vergangenheit abgewandert sind, und schaut dann, welche Erklärungen es denn dafür gibt für diese Abwanderung, wo denn da Muster auftreten. Und dort trifft im Endeffekt der Computer die Entscheidung, wer denn da jetzt abwanderungsgefährdet ist. Also das ist so ein bisschen so ein Beispiel aus dem Bereich Marketing. Da gibt es mittlerweile drei Fragen. Mhm. Das eine ist einmal eine einfache Frage, um wie viel besser ist die Erfolgsquote? Das kommt, später noch, oder? Die wissenschaftliche Antwort ist, das kommt drauf an. Ja, und dann die kritische Frage vielleicht, die zweite Frage oder Anmerkung, die erinnern ist, ist künstliche Intelligenz, gibt es das schon oder ist das nicht mehr oder weniger nur ein sehr leistungsfähige Statistikprogramme? Und das passt da, glaube ich, jetzt recht gut hin. Geht es nur um aus den Daten was rauszulesen im Sinne von klassischer Statistik oder ist da schon mehr dahinter? Ja, also im Endeffekt, einmal gibt es die Frage, gibt es überhaupt KI oder sind wir noch gar nicht so weit? Was ist KI? Wir haben nur 3/4 Stunde Zeit, das tut mir voll leid. Also, gern beim Glas Rotwein, wenn wir länger Zeit haben. Tatsächlich ist es so, auf der einen Seite, statistische Analyse hat man, wie soll ich sagen, kann ja anwenden und da Dinge herausfinden, die wann ich nicht mit künstlicher Intelligenz arbeite. Das bedeutet aber auch für mich jetzt das Unternehmen, das gerne zum Beispiel Abwanderungsgefährdung prognostizieren will, ist, ich kann den Weg der künstlichen Intelligenz einschlagen, im weitesten Sinne von Machine Learning. Das bedeutet, ich gebe dem, der Unterschied nämlich zwischen, und es wäre ein bisschen technisch, bitte bremst sie, wenn es zögert, ist nämlich das, dass wenn ich sage, ich gehe über künstliche Intelligenz und wende einen Machine Learning Algorithmus an, sage dem, bitte schau nach, finde Muster in meinen Daten, die quasi auf diese Abwanderungsgefährdung hinschließen. Ich sage ja nicht, meine statistische Hypothese ist, wenn der Kunde länger nicht da war, dann ist quasi die Abwanderungsgefährdung auf 75%, was quasi eine statistische Hypothesentest ist. Und das ist ein bisschen der Unterschied, quasi auch in der statistischen Analyse, sage ich einfach, okay, ich glaube, der könnte einen Zusammenhang geben, ich überprüfe den statistisch, im Machine Learning gehe ich nicht von der Hypothese aus, sondern lasse mich überraschen, welche Muster in den Daten drin stecken. Das ist eigentlich der wesentliche Unterschied. Wenn man sagt, gibt es künstliche Intelligenz überhaupt?
Wenn man, das war eingangs das Thema mit dem Intelligenzbegriff, wenn wir jetzt sagen, okay, etwas Überirdisches oder beziehungsweise die Maschinen, die wirklich fühlen können, die menschenähnlich sind, das ist ja was, das kann ich ja gar nicht beantworten. Ich glaube, dass es das aktuell nicht gibt. Wer weiß, ob es das in Zukunft geben wird, aber es gibt sicher bessere Damen und Herren, die das beantworten können. Wenn man Intelligenz so begreift, dass es, wie soll ich sagen, dass die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen ist, wie zum Beispiel, was ist Abwanderungsgefährdung, dann sage ich, gibt es künstliche Intelligenz schon, wenn das, was ich, wenn ich mir mit dem Begriff von Intelligenz zufrieden gebe. Und das ist eigentlich eine gängige Definition. Ich kann mich erinnern, da, wie der Jürgen Schmidhuber bei uns war bei einer Veranstaltung, haben wir ja auch sehr intensiv mit ihm diskutiert in mehreren verschiedenen Foren. Und er hat immer gesagt, wenn ich künstliche Intelligenz damit definiere, dass ich so leistungsfähig bin wie das Hirn, dann nein, dann gibt es nicht, da sind wir noch weit weg. Aber Teilintelligenzen, da sind wir, ist halt eine KI besser wie das Hirn momentan schon. Und das ist so ein bisschen dieser Wert, wenn ich sage, ich stelle unser menschliches Hirn als künstliche Intelligenz, da werden wir noch ein bisschen brauchen, wenn das die Maßstab ist. Wir müssen noch ein bisschen auf die Uhr schauen, weil du hast noch sehr viel mitgebracht. Ja. Es kommen einige Fragen her, die wahrscheinlich später noch beantwortet werden, wo ich nicht drauf eingreife. Wir sind jetzt in der Diskussion auch drin, stark und schwache KI und so weiter. Tja, ich werde einfach trotzdem dich bitten, damit wir einige was weiterbringen und nicht. Was ich diese auch noch mitgebracht habe, aber das sehen Sie am besten in den Folien und zum Nachlesen, analog Predictive Maintenance Beispiel, wo auch das nochmal ein bisschen hervorgestrichen wird, was wir jetzt gerade mit dem Marketing- und Vertriebsbeispiel gesehen haben, da rufen wir jetzt einfach mal drüber. Im Endeffekt, was ist nochmal Intelligenz? Vielleicht von einer anderen Seite nochmal kurz beleuchtet. Was sind kognitive Fähigkeiten, die man einem intelligenten Wesen wie einem Menschen zuspricht? Das ist auf der einen Seite, er kann Eindrücke wahrnehmen, er kann lernen und er kann daraus Handlungen ableiten. Und im Endeffekt, was macht die künstliche Intelligenz? Sie kann wahrnehmen im Sinne dessen, dass sie Bilder erkennen kann, sie kann Sprache erkennen, also Audio, ja, Audiodateien zum Beispiel. Oder eben Texte erkennen und da die zuweisen und auch Bedeutung verstehen im weitesten Sinne. Sie kann lernen mit Methoden des maschinellen Lernens, Deep Learning Methoden, aufs Methodische gehalten, nicht so gern ein, weil das sprechen wir wirklich dann noch an. Und sie handelt dann auf Basis dessen, auf der einen Seite finden Anwendungsformen in der Robotik, aber nicht alle künstliche Intelligenz endet im Roboter letzten Endes in einer Maschine, die menschenähnlich ausschaut, sondern sie handelt auch im Bereich Predictive Analytics, bei Expertensystemen, ja, Natural Language Processing, wenn zum Beispiel ein Chatbot dann scheinbar intelligent eben antwortet auf bestimmte Fragen, weil er quasi da mehr oder minder einen Kontext eruiert hat. Ja, also unser Verständnis ist, was ist künstliche Intelligenz? Die intelligente Nutzung von Daten, wir haben es jetzt ein bisschen angerissen und probiert ein bisschen einen Überblick zu kriegen und eben der Unterschied, gebe meinem Programm oder meiner Software hardcodiert eins zu eins vor, was sie zu tun hat, oder lasse ich einen bestimmten Entscheidungsrahmen, bestimmte Parameter selbst zu definieren. So würde ich jetzt einmal on the fly die Definition stehen lassen. Gut. Wenn wir jetzt wissen, was künstliche Intelligenz ist, dann hätte ich jetzt ganz kurz eben eine kleine Fragerunde, weil Sie haben jetzt von mir schon, ein bisschen kennengelernt und den Hans natürlich. Wir würden auch gerne ein bisschen von Ihnen wissen. Erstens einmal, in welcher Branche Sie Ihr Unternehmen tätig ist, aber dann auch im Bereich künstliche Intelligenz, wie da bisher, wie Sie da schon eingearbeitet sind, was bisher Ihre Erfahrungen waren. Genau, du hast die ganze Fragebatterie jetzt vorbereitet. Ja. Also drei. Die erste Frage ist schon eingeblendet. Die sehen Sie schon, in welcher Branche ist die Unternehmen tätig? Wir wollen ein bisschen wissen, wo wir unsere Schwerpunkte dann hinlegen. Sie haben drei Auswahlmöglichkeiten: Industrie, produzierendes Gewerbe, Handel oder Dienstleistung oder sonstige. Und da bitte gleich an dieser Stelle mein Aufruf, alle, die was an sonstige sagen, ich bin nicht bei den ersten dreien, damit wir ein bisschen mehr wissen, schreiben Sie bitte ganz kurz in der Chatmöglichkeit einfach nur das Schlagwort hin, in welcher Branche Sie tätig sind. Ich werde dann mit natürlicher Intelligenz clustern und werde das dann schauen, was da reinkommt. Wie gesagt, meine Damen und Herren, hier bitte ganz, ganz schnell antworten. Wir wollen repräsentativ sein, das heißt, wir wollen ein Ergebnis haben, das vernünftig ist und nicht noch fünf Teilnehmern sagen, das ist die Statistik. Brauchen wir noch ein bisschen? Es gibt schon Ergebnisse, die waren so schnell, habe ich gerade gesehen.
Und damit ist auch schon das Ergebnis da. Das Ergebnis, Julia, du siehst das dort nicht, aber da haben wir es. Industrie, produzierendes Gewerbe 13%, 10% im Handel und in den Dienstleistungen sind 70% unserer Zuhörer tätig. Und ja, bei den sonstigen 6%, und da kommen schon die ersten Geschichten rein, das warte noch ein bisschen und werde es dann gemeinsam bringen. Schreiben Sie einfach rein, in welchen Bereichen Sie tätig sind und wir werden das ein bisschen mit berücksichtigen. Wir gehen jetzt gleich zu der zweiten Frage über. Die zweite Frage, da ist sie schon. Wenden Sie schon künstliche Intelligenz in Ihrem Unternehmen an? Ja oder nein? Bitte Folgendes. Ja heißt wirklich anwenden, also nicht ich denke drüber nach oder ich mache die ersten Projekte oder ich setze was auf, sondern ja, ich habe bereits künstliche Intelligenz aktiv im Betrieb und alle anderen, also es gibt da nur schwarz-weiß, und alle anderen bitte nein. Ja, auch da vielleicht eine Frage jetzt zurück zu der ersten, aus deiner Erfahrung in Unternehmen, welche Bereiche oder welche Branchen kommen zu dir, kommen zu Kollegen von euch, von dir. Gibt es da sowas oder ist das nicht irgendwie ein Schwerpunkt? Also die Frage, die wir hauptsächlich beantworten, ist das, was können wir aus unseren Daten machen? Das betrifft gerade alle. Ne? Deswegen haben wir jetzt, an uns treten Unternehmen heran, was uns immer mehr überrascht, eben aus ganz unterschiedlichen Branchen. Wir arbeiten mit sehr etablierten Unternehmen, die auf einem großen Berg Daten sitzen, aber das jetzt strukturiert strategisch angehen möchten. Mhm. Wir arbeiten aber auch mit Startups zusammen, die am Anfang stehen und ihre Produkte planen möchten und das von Haus aus, wie soll ich sagen, mit einem Plan machen. Mhm. Da, jetzt bin ich ganz gespannt. Das ist immer diese spannende Ja-Nein-Fragen, wo wir vorher überhaupt nicht wissen. Ja, 19% sind schon aktiv. Das heißt, die haben Projekte schon umgesetzt. Nein, die Nein, leider Nein, sage ich jetzt. Weil Sie kriegen jetzt die zweite Frage. Die Ja dürfen jetzt Pause machen. Und wir kriegen jetzt die Frage Nummer 3, die natürlich nur für die Nein interessant ist. Falls Nein, was hindert Ihr Unternehmen bisher daran, künstliche Intelligenz anzuwenden? Und wir haben jetzt wieder mehrere Auswahlmöglichkeiten, wir wissen zu wenig darüber, der unmittelbare Nutzen ist uns unklar, die Investition ist zu riskant, das heißt, wir wissen nicht, wofür wir das Geld jetzt ausgeben, was wir zurückbekommen, oder wir haben keine oder keine verwendbaren Daten, das sind die vier Vorgaben, oder Sie sagen, nein, eine der vier ist nicht, sondern sonstige, und dann wieder bitte, wie gewohnt, einfach Chat verwenden und sagen, das hindert uns daran. Ja, 19 zu 81, was sagst du da dazu? 80-20-Regel. Ja. Pareto hat gesiegt und aus. Also es war aber nicht voreingestellt von uns, sondern es ist tatsächlich. Ich meine, dass sicher ein paar Kollegen auch dabei sein werden. Und ja. Ihr habt ja auch, wie soll ich sagen, eine Community mit Unternehmen, die ja schon sehr weit gediehen sind in dem Bereich. Ja, sicherlich, wobei das Gefühl habe ich ein bisschen in diesem Bereich, dass die Vorlaufquote vom Überlegen bis zum konkreten Projekt noch sehr, sehr lang ist. Also, aber das wirst du auch, glaube ich, ein bisschen wieder bringen, dann den passenden Use Case, also wo fange ich an, wo setze ich es wirklich das erste Mal ein. Da werden viele Projekte evaluiert im Vorfeld und geschaut, könnte man es da verwenden, und bis dann wirklich gesagt wird, und das ist sehr häufig dann natürlich bei größeren Unternehmen, was kostet, was bringt, also das Risiko. Groß, das sollte eigentlich alle am meisten interessieren. Ja. Schauen wir aus. Wie schauen wir aus? 29%, also ein schwaches Drittel, sagt, wir wissen zu wenig. 36%, der mehrere Drittel, sagt, der unmittelbare Nutzen ist uns unklar. Das Risiko ist nur bei 7%. Und 10 sagen, wir haben 17 keine Daten und sonstige 10. Und da gehen wir dann einfach, schauen wir, was wieder reinkommt. Mhm. Ja, gut, jetzt weißt du ungefähr, wer auf der anderen Seite ist. Und jetzt geht's rein in die Thematik, bitte. Genau. Zum Bereich, wir haben vorher eben angefangen mit dem, was ist künstliche Intelligenz? Ich habe jetzt auch ein paar Daten mitgenommen, mit denen wir immer wieder konfrontiert sind in der Arbeit mit Kunden oder auch bei Anfragen. Die möchte ich Ihnen ganz kurz sagen. Also, welche Datenmythen hindern uns oft daran, dass wir jetzt sagen, okay, wir steigen in die Arbeit mit künstlicher Intelligenz oder auch in die Datenzukunft ein, sodass wir einfach mehr aus unseren Daten machen wollen, ob mit oder ohne KI. Und ich habe es jetzt da, genau, das Deine Sorge, das sehen die erste Datenmythos,
ist, wie soll ich sagen, ein Klassiker, der ist viel hilft viel. Viel hilft viel bedeutet viele Daten, ja, wenn ich viel Daten habe, kann ich viel draus machen. Ich sammle mal vorab, wenn ich sage, ich möchte in die Datenzukunft einsteigen, ich sammle mal viele Daten, dann nachher schaue ich mir an, was ich damit machen will. Das ist eine Strategie, die ist nicht so wahnsinnig toll, weil nämlich die Wahrheit ist, viel kostet viel. Das heißt, wenn ich viele Daten habe, dann habe ich auch, wie soll ich sagen, nicht unbedeutende Investitionen oder nicht unbedeutende Kosten in die Erhaltung der Datenqualität, der Datenstruktur, die man dann letzten Endes an jedem Return on Invest von einem Datenprodukt wieder zusammen haben. Also das ist wirklich die betriebswirtschaftliche Rechnung, das geht ja zum Schluss nicht aus. Deswegen ist es wichtig, dass man halt zuerst weiß, wofür man eigentlich Daten verwenden will, ganz konkrete Anwendungsfälle sich überlegt und dann schaut, okay, welche Daten brauche ich dafür. Daten auf Halde ist ein schwieriges Thema, einfach wirklich, weil bei den Datenkosten, die Daten, wie soll ich sagen, Erzeugungskosten, bzw. Zukaufskosten hoch sind, aber der wirkliche Treiber ist eigentlich die Datenqualität. Ja, das kann sich eigentlich keiner leisten. Auf Halde, Datensflocken, das gibt da nichts. Nur mal probieren bitte, da haben wir manchmal schon drauf passt. Der nächste Datenmythos ist, Big Data braucht künstliche Intelligenz. Also wir haben vorher gehabt, künstliche Intelligenz braucht Big Data, das muss nicht unbedingt sein. Man kann auch Verfahren der künstlichen Intelligenz auf nicht so großen Data, auf Small Data anwenden, das geht alles wunderbar. Big Data braucht dann nicht zwangsläufig künstliche Intelligenz. Und sagen, Sie haben eine große Datenbank, aber große Datenansammlungen zum Beispiel aus Ihren Prozessen, wenn Sie ein Maschinenbauer sind, ein produzierendes Unternehmen. Sie können mit diesen Daten viele andere Dinge machen, Sie brauchen nicht zwangsläufig künstliche Intelligenz anwenden, wenn auch da wunderschöne Beispiele sie umsetzen lassen. Also Big Data und künstliche Intelligenz können zusammengehören, müssen nicht. Ein weiterer Datenmythos ist das Thema, wir brauchen maximale Datenqualität. Ich habe es vorher schon angemerkt, Datenqualität kostet viel. Oft ist es gar nicht notwendig, so nach der absoluten maximalen Datenqualität zu streben, sondern sich mit einem bestimmten Datenqualitätsniveau zufrieden zu geben und fordert so viel wirtschaftlicher und durch eigentlich auch seine Ergebnisse. Data-driven gestartet mit dem Kauf eines Tools, das erleben wir auch sehr oft, wenn man sagt, okay, Unternehmen, die in die Datenwelt einsteigen wollen, die kaufen sich zuerst einmal irgendeine Anwendung. Sei es wahrscheinlich am Anfang irgendwas aus dem operativen Sinne, ERP, CRM oder ein KI-Tool, eine Software, die irgendeine KI implementiert hat. Es ist oft schwierig und es sind so diese ewigen, wie soll ich sagen, diese Gespräche zwischen Verkauf von einem Tool, am Verkäufer von einem Tool und am potenziellen Kunden. Der Kunde sagt, ja, was kannst denn? Und der Verkäufer sagt, ja, was willst du denn haben? Und oft ist es wirklich schwierig, aus Kundensicht zu formulieren, eigentlich, was will man eigentlich, was braucht man, was will man mit diesem Tool erreichen? Und deswegen ist es jedenfalls sinnvoll, eben zuerst klar zu werden, wo will man eigentlich hin. Das ist eigentlich auch unsere Vorgehensweise. Datenprojekte sind IT-Projekte, das ist auch ein Klassiker. Ich habe also zwei Kunden-E-Mails gekriegt, die waren von unterschiedlichen Firmen, aber wie soll ich sagen, der gleiche Text. Wir daten so gern, aber unser IT hat keine Zeit. Das ist was, wie soll ich sagen, die IT gehört in der Datenwelt natürlich dazu, ihre IT-Experten im Haus, aber Datenprojekte werden aus den Fachbereichen getrieben. Also die Produktion, das Marketing, den Vertrieb, ihre Fachbereiche, ihre Experten im Haus müssen selbst die Ownership von den Daten bzw. das Datenthema vorantreiben. Das ist auch was, was ich aus diesen 18 Webinaren gelernt habe. Keines der Use Cases funktioniert, wenn ich nicht den Mann vor Ort, der an der Maschine beim Kunden oder wo auch immer ist, mit dabei ist, um das System zu verstehen. Ja, genau. Also die Information brauche ich ganz dringend. Genau. Deswegen, die Anfragen, die was wir immer einbringen, sind selten von IT-Abteilungen, außer die IT-Abteilungen, die sagen, wir brauchen Hilfe, dass wir was wir im Fachbereich verständlicher machen, beziehungsweise im Fachbereich mitnehmen. Aber eigentlich kommen das immer aus dem Fachbereich. Und einer meiner Lieblinge ist das. Das, wie soll ich sagen, das ist auch aus meiner Sicht, und ich hoffe, die Fachkollegen im Publikum werden mich nicht prügeln, aber ein Problem, was ich sehe, wieso das so viele Unternehmen heute noch nicht im Bereich Daten, Zukunft und künstliche Intelligenz eingestiegen sind, ist ein Missverständnis zwischen dem Fachbereich der Data Scientists und dem Fachbereich des Unternehmers.
Weil, was macht ein guter redlicher Data Scientist oder KI-Experte? Er will den bestmöglichen Algorithmus programmieren, der die bestmögliche Prognosegenauigkeit für eine Fragestellung herstellt. Ja? Tatsächlich ist aber das nicht das Ziel von einem Unternehmer. Und deswegen ist es auch oft so, dass, wie soll ich sagen, die Möglichkeiten innerhalb einer Technologie, die da bestehen, oft vielleicht auch über das Ziel und über die Bedürfnisse von einem Unternehmer, von einer Fachabteilung hinaus zielen und oft nicht ganz wirtschaftlich sind. Da stellt an der Stelle ein Hilfeschrei, ist das glaube ich gewesen. Wir haben ja vorher die Frage gestellt, warum es nicht funktioniert, und das ist jetzt mehrfach gekommen, Autoritäten. Das heißt, eigentlich möchte irgendwer im Unternehmen KI einsetzen, aber der Chef sagt, das ist für uns nicht so frei übersetzt. Ja, genau. Was gibt es denen, oder kommt denen was? Was gibt es denen für einen Tipp? Ah, okay. Danke für diese Anmerkungen. Es ist ein schwieriges Thema, aber ich verspreche Ihnen, Sie sind damit nicht alleine. Ja. Es geht in sehr vielen Unternehmen, den Initiatoren, das Thema Datenzukunft und künstliche Intelligenz so. Und das ist auch das Thema. Ich habe es jetzt mit einer Studie belegt, da gibt es ein paar dazu, ich habe jetzt eine ausgesucht, wo Unternehmen, Konzerne in diesem Fall bei dieser Studie befragt wurden, was denn die größten Herausforderungen auf dem Weg zum erfolgreichen Datenunternehmen sind. Sie sehen es da rechts, Menschen und Prozesse 92,2% der Führungskräfte, die das beantwortet haben, Technologie 7,8%. Meine Erklärung dafür ist das, die Unternehmen, die befragt worden sind, sind Unternehmen, die schon relativ weit fortgeschritten sind. Das heißt, die haben ihre ersten Projekte schon probiert, die sind mit einem ersten Projekt vielleicht schon gescheitert. Und die sehen, dass es, wenn man Technologie, wie soll ich sagen, die Technologie ist nicht trivial, ja, es ist nicht einfach, aber an der Technologie scheitert es eher weniger, als wie, dass man die Vorgesetzten, die Entscheider überzeugt, dass man die Kollegen überzeugt, dass sie das Ding dann anwenden, was auch immer das ist, dass man dann wirklich einen Mehrwert daraus generiert. Und das ist was, da brenne ich so leidenschaftlich dafür, weil das ist eigentlich der Grund, wieso das es uns gibt, ist, dass man wirklich, dass man abseits von der Technologie diese Anwendung, den Nutzen aus den Daten greifbar macht. Und wirklich, wie soll ich sagen, begreifbar macht mit einfachen Anwendungen, mit Beispielen. Aber das möchte ich Ihnen eigentlich in den verbleibenden 25 Minuten ausführlicher zu. Genau. Aber auf jeden Fall, der Faktor Mensch ist eigentlich der große Stolperstein, weil er halt einfach, weil immer der Fokus auf der Technologie ist und da links und rechts die wesentlichen Interaktionen, das Verständnis und die Kultur einfach, die leider nicht die Beachtung finden, die sie verdienen. Das ist eine Grafik, die ist ein bisschen jetzt Teile davor entstanden, das ist jetzt noch nicht so fein, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wie gesagt, sie ist Grafikerin. Aber ich wollte nochmal auf den Punkt bringen, eigentlich, was so unser Glaubenssatz ist für unsere Arbeit und was wir eigentlich wirklich glauben, was der Erfolgsfaktor ist, dass man ein erfolgreiches Unternehmen ins Datenbusiness einsteigen kann. Wir sehen hier an der unteren Achse, da steht Faktor technologische Intelligenz. Ich kann eine relativ einfache Datenanwendung haben, die funktioniert, die ein einfaches Ergebnis liefert, sei es zum Beispiel einfach ein Report, vielleicht mit einer statistischen Auswertung, das Einfachste. Ja? Oder ich kann eine elaborierte, optimierte Datenanwendung haben, wo ich sage, so, das ist eine künstliche Intelligenz, das ist wirklich das Feinste vom Feinsten, die haut Ergebnisse raus, das ist toll. Also wirklich einfache Anwendungen und auch fortgeschrittene Anwendungen, die Logik ist nicht. Je spezifischer es ist, umso erfolgreicher ist es in einem Unternehmen. Natürlich, je mehr Know-how natürlich in einer Technologie drin steckt, umso speziellere Chancen habe ich, dass ich irgendwie ein Problem auf eine neue Art löse und so meine Vorteile habe. Aber letzten Endes steht alles und fällt alles mit den Menschen rund um uns herum. Das bedeutet in erster Linie mal der Entscheider. Ja? Der entscheidet, investieren wir nicht, das ist was für uns, das ist nichts für uns. Und da geht es sehr viel um Verständnis und Überzeugungsarbeit und auch den persönlichen Nutzen für diese Person auch darzustellen. Und ja, ab dem Moment eigentlich, wo eine Begeisterung aufkommt, wo die Leute erkennen, okay, so funktioniert das, so diesen, für diesen und jenen Vorteil habe ich persönlich davon, fangen dann diese Produkte, diese Datenanwendungen abzuheben. Und das ist nicht immer noch ein bisschen so ein zweijährigen Change-Kultur-Workshops-Prozess, sondern oft ist es wirklich einfach, dass man ein bisschen Dinge greifbar macht, Beispiele bringt, Pilotprojekte mit den Leuten macht und so die Leute verstehen lässt, was eigentlich dahinter steht.
Und eben mit kleinen Projekten beginnen, um Quick Wins zu haben und zu zeigen, es funktioniert, glaube ich, ist da ganz entscheidend und nicht die großen. Genau so ist es. Ja, Schritt 1 war zu wissen, was ist künstliche Intelligenz, was ist künstliche Intelligenz nicht. Schritt 2 ist Anwendungsfälle kennen. Und Sie sind ja in der glücklichen Lage, den Herrn Spaldinger und die Wirtschaftskammer Österreich zu haben. Und bereits in den vergangenen 2 Jahren habt ihr, weiß ich nicht, wie viel? 18 Webinare. 18 Webinare und 18 unterschiedliche Use Cases haben Sie vorgestellt bekommen. Was war denn eigentlich aus, aus Daten im Hinblick auch auf künstliche Intelligenz machen kann. Ich habe jetzt meinen bescheidenen Versuch gestartet, das nochmal ein bisschen durchzustrukturieren und eine Datenlandkarte, also eine Anwendungslandkarte erstellt. Die ist jetzt vielleicht ein bisschen klein, ich hoffe, da haben wir auf dem Bildschirm, können Sie es gut lesen. Wo man sieht, okay, was kann man denn eigentlich alles machen in den unterschiedlichen Fachbereichen. Diese Daten-Use-Case-Landkarte, also der Landkarte der Anwendungsfälle, ist mit Sicherheit nicht vollständig, aber es tut sich ja relativ viel. Aber das sind auf jeden Fall die gängigsten Anwendungsfälle, die man immer wieder hört, sieht und die gerade aktuell viele Unternehmen beschäftigen. Wir sehen hier oben, quasi die Spaltenbeschriftungen sind, die ist quasi diese Fälle geordnet nach dem, weswegen wir das Ganze machen. Was wollen wir eigentlich damit erreichen? Mit dieser KI-Anwendung, mit dieser Datenanalyse. Da haben wir zuerst das Thema, ich will bessere Entscheidungen treffen. Das ist der klassische Bereich Advanced Analytics. Dann, ich möchte Kosten reduzieren. Das bedeutet, ich möchte Prozesse auto-optimieren, automatisieren, Kundenservice verbessern, eine schnelle Vermarktung oder überhaupt neue Services und Produkte erstellen. Genau, und dann haben wir die zweite Achse eben herunter zu. Haben wir die unterschiedlichen Unternehmensbereiche und da gibt es eben unterschiedliche auf. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir alle durchgehen sollten, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Ich glaube, dass wir aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, ich traue mir einen Satz jetzt dazu sagen, es wird ja demnächst, also im März, dann ein Programm, Digital Start, ein Förderprogramm geben und die Punkte, die du da oben jetzt, warum man KI einwenden oder Projekte aufsetzen kann, werden alle drinnen fallen und es wird Förderung geben genau. In der Zukunft. Und das, was ich Ihnen einen Tipp geben möchte, falls Sie die bisherigen Webinare von Hans Baldinger noch nicht kennen, vielleicht nehmen Sie die Landkarte her und suchen Sie sich die Beispiele vielleicht auch dort raus. Da gibt es eben auch Experten, die jeweiligen Experten für den jeweiligen Anwendungsfall sind, die Ihnen da sicher weiterhelfen können. Genau. So, der Schritt 3. Ich weiß jetzt einmal quasi, was künstliche Intelligenz ist und ich habe einmal ein bisschen gustiert, was denn diese Anwendungsfälle sind. Und dann muss ich aber schon auch wissen, so ein bisschen den Reality-Check, was bedeutet denn das jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte aus meinen Daten was machen. Sei es mit künstlicher Intelligenz anwenden oder mit anderen Verfahren Mehrwert aus meinen Daten generieren. Allgemein ist es so, ich brauche einmal im Unternehmen eine datenverantwortliche Person. Und ich habe kürzlich mit einem guten Bekannten von mir gesprochen, den ich fachlich sehr schätze, der ist Chief Data Officer in einem sehr großen österreichischen Unternehmen und der hat zu mir gesagt, ja, früher haben wir geglaubt, jedes Unternehmen wird einen Chief Data Officer haben, aber praktisch wird sich das nicht wirklich durchsetzen, speziell auch nicht bei den KMUs, dass man sagt, okay, man hat da auch in der Geschäftsführung da eine Person, außer natürlich das Unternehmen richtet sich ganz intensiv an Daten aus. Was sie aber schon brauchen, ist eine Person in einem Fachbereich oder über die Fachbereiche hinweg, die das Thema Daten, die Mütze aufgesetzt kriegen und das Thema vorantreiben. Sie brauchen eine Datenstrategie. Eine Datenstrategie ist nichts anderes als ein Plan, welche Daten Sie in Zukunft brauchen werden, für welche Anwendung, in welcher Qualität und was die Umsetzungsschritte sind. Das muss nicht der erste Schritt sein, sondern es kann auch, wie soll ich sagen, Sie können auch mal mit einem Pilotprojekt lernen und dann aus diesem Gelernten außer der Datenstrategie formulieren. Und dann natürlich ganz wichtig eben diese Unterstützung aus dem Top-Management. Das haben wir heute schon gehabt. Es ist ganz, wie soll ich sagen, wesentlich und essentiell für den Erfolg von einer Dateninitiative. Aber es ist mitunter einer der schwierigsten Punkte, dass man dorthin kommt, wenn man natürlich die Führungskraft vom Nutzen überzeugen muss. Was sind die Anforderungen an ein konkretes Datenprojekt, wenn ich mich in mein erstes Projekt begebe? Was oft übersehen wird, weil ab dem Moment, wo ich von künstlicher Intelligenz oder Daten spreche, bin ich sofort in der Technologie denke drinnen. Was absolut wichtig ist, ist, dass man mit einem konkreten Fachziel anfängt. Warum? Es geht darum, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt ein Predictive Analytics Projekt rausziehen, ich möchte zum Beispiel
aus meinem Fachbereich jetzt, eine Kundenanalyse aufsetzen und auch da in die Zukunft prognostizieren, wie sich das Kaufverhalten verändern wird. Dann muss ich zuerst das ganz, wie Sie sagen, schon ein klares Bild damit, davon haben, was will ich eigentlich damit erreichen. Weil wenn ich einfach aufs gerade Wohl jetzt schaue, okay, was habe ich eigentlich für Kundendaten, was kommt jetzt was machen, dann probieren wir mal das, dann habe ich vielleicht was mit meinen Daten berechnet, was aber zum Schluss dann wieder in der Schublade landet und dann im Endeffekt meine ganze Dateninitiative torpediert, weil es ja letzten Endes eben nicht war, aber leider nichts gebracht hat. Das ist wirklich wichtig, dass man sich ein Projekt sucht am Anfang, wo man tatsächlich einen Nutzen generieren kann, den man auch plakativ darstellen kann. Und die erste Frage muss klar beantwortet sein, bevor ich in dieser Ja, Zeit es ist gehen. Leider so, aber genau, es ist, ja. Ich habe Ihnen, also, und das ist jetzt auch nochmal ein kleiner Spoiler, Sie kriegen am Ende auch noch Material von uns, wo Sie genau dieses konkrete Fachziel für sich selber gut herausarbeiten können. Also damit das auch griffig wird, damit Sie da unmittelbar in die Datenarbeit übergehen können. Anforderungen an ein Datenprojekt. Ich meine, Sie brauchen mal Daten. Das können Ihre internen Daten sein, das können aber Daten von einem Datenmarkt sein, von einem Partner, je nachdem. Brauchen Sie Big Data, um in ein Datenprojekt einzusteigen? Sage ich klar, nein. Ich habe es jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt. Sobald Sie eine Datenbasis mit 100 Zeilen haben, können Sie was damit anfangen. Das ist jetzt, wie soll ich sagen, den Data Scientist reißt es jetzt gleich einmal. Es kommt darauf an, wie viele Spalten das diese Tabelle hat. Ne? Aber letzten Endes ist es, wie soll ich sagen, die Anzahl der Datenpunkte ist schon wesentlich, aber ich brauche nicht an der dabei den Datensatz, um einmal grundsätzlich was anzufangen. Und dann, was auch oft übersehen wird, ist, ich brauche die richtigen Daten dazu. Mhm. Wenn ich sage, ich möchte Kundenabwanderung prognostizieren, mit einem Predictive Analytics, mit einer Predictive Analytics Methode, dann brauche ich dieses Phänomen in meine Daten. Das bedeutet, ich brauche meine Daten von den Kunden, die schon abgewandert sind. Wenn ich Predictive Analytics machen will, brauche ich diese Fälle in der Vergangenheit. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte für ein neues Produkt den Absatz und das Absatzpotenzial für ein völlig neues Produkt prognostizieren, dann kann ich das leider nicht mit Predictive Analytics machen, weil das baut halt auf der Vergangenheit auf und wenn ich da keine Fälle habe, geht das nicht. Thema, das wir immer wieder gehabt haben bei den Use Cases, gerade auch in der Produktion, dass ich eigentlich keine Fotos von den Schlechtteilen habe, sondern von den Gutteilen. Und wie sollte eine Bilderkennung, Schlechtteile erkennen, wenn ich es nicht trainieren kann. Ja, ich kann nur Predictive Maintenance anwenden, wenn ich Maschinen habe, die schon mal zu Bruch gegangen sind. Genau. Ja. Oder die einen Wartungsfall gehabt haben. Datenqualität versteht sich von selbst, aber wie gesagt, eben das angestrebte Datenqualitätsniveau ist halt, wie soll ich sagen, der Heißbringer, weil halt die Datenqualität, wie soll ich sagen, man muss maßvoll damit umgehen, weil es halt einfach wirklich Kosten verursacht. Der Schritt 4 ist, ein Pilotprojekt aufsetzen, weil letzten Endes, um auf der einen Seite für sich selbst zu lernen, was können wir jetzt eigentlich mit unseren Daten machen, was braucht es in so einem Prozess, was muss ich wissen, wie arbeiten da intern unsere Abteilungen zusammen, wo sind unsere Daten versteckt, was bedeutet das auf der Analyseseite, muss ich mich vielleicht wo einlernen, muss ich wen schulen. Also dieses ganze, wie soll ich sagen, verdeckte Wissen, was ich eigentlich nur durchs Tun lerne, gewinne ich einfach aus einem Pilotprojekt. Und deswegen, so dass wir uns auch auf diese Planung und Umsetzung von Pilotprojekten fokussieren bei Your Data is a Product, ist auch der Grund, weil ab dem Moment, wo ich ein Pilotprojekt habe, wo ich ein Anschauungsbeispiel habe, wo ich ein Mockup habe, wo ich vielleicht eine Beschreibung habe, wie denn das Geschäftsmodell von diesem Datenprodukt ausschaut, gelingt es mir auf einmal und vielleicht habe ich es auf Zetteln oder in einem Pitch-Deck oder in einem Report drinnen habe, gelingt es mir auf einmal, dass ich das auch kommunizieren kann im Unternehmen und eben Verständnis schaffen kann für den Nutzen von solchen Anwendungen. Ja, deswegen sind diese Pilotprojekte so wichtig. Und auch hier, der Pilotprojekt fängt immer bei den Fragen an, nicht was für Technologie will ich denn verwenden oder was für Daten brauche ich denn überhaupt, bevor ich in meine Daten reinschaue, muss ich immer festlegen, was möchte ich denn eigentlich erreichen. Das heißt, was sind meine Geschäftsziele, was sind denn, und das ist eine wirklich total spannende und wichtige Frage, was sind denn meine grauslichsten Herausforderungen im Tagesgeschäft? Welche Prozesse verursachen den meisten Frust bei meinen Mitarbeitern? Warum gibt es Kaufabbrüche bzw. entscheiden sich Kunden gegen unser Produkt oder gegen unsere Dienstleistung?
Welche Stellen, in welchen Prozessen sind denn unsere Kunden unzufrieden? Dort haben Sie die Schmerzpunkte, bei denen Sie eigentlich ansetzen sollten und da mit einer Datenanwendung eine Chance haben, ein interessantes Projekt aufzustellen, mit dem Sie auch den Mehrwert dieser Datenanwendung dann darstellen können. Wenn Sie dann mit irgendeinem, wie soll ich sagen, Projekt, was vielleicht einmal irgendwo Arbeit helfen können oder was ein Beispielprojekt ist, anfangen, Sie können das immer machen. Nur Ihnen fehlt dann zum Schluss das Fleisch, das Sie brauchen, wenn Sie Ihre Organisation überzeugen, das hat jetzt einen Sinn gemacht und das Ergebnis ist greifbar. Genau. Und dann natürlich durchaus die Frage, welche Daten haben wir überhaupt? Welche Daten benötigen wir dafür? Müssen wir einen bestimmten Datenbestand aufbauen? Beziehungsweise müssen wir bestimmte Daten zukaufen. Das ist, wie gesagt, eben, ich habe dann alle diese Fragen und alle diese Schritte, da kriegen Sie dann zum Schluss noch einen Link zu einer Unterlage dazu, wo Sie das für sich selber mit Detailfragen natürlich ausführen können und für sich selber einfach durchgehen können. Bis zum nächsten Webinar. Bis zum nächsten Webinar, dann wird abgeprüft. Genau. Also von daher sind wir da jetzt relativ kurz, aber geben wir eben diesen Überblick. Ja. Also zuerst, was will ich überhaupt und dann, was geben meine Daten her? Genau. Und da sind wir jetzt bei einem wichtigen Punkt. Ich weiß, dass das Seminar heißt KI Doing und es geht im Wesentlichen, Sie sind heute hier, weil Sie gerne wissen möchten, wie Sie in einem Unternehmen künstliche Intelligenz zur Anwendung bringen. Ich möchte Sie aber doch jetzt da jetzt auch, wie soll ich sagen, noch ein Stück weit, sagen wir mal, einen Reality-Check machen, beziehungsweise auch ein klares Bild mitgeben, dass. Und davon bin ich wirklich selbst überzeugt, alle Unternehmen werden in Zukunft Datenunternehmen sein. Wir werden alle, jetzt sind wir zunehmend digitalisiert, in unseren Systemen sammeln sie immer mehr Daten. Wir werden daraus, wie soll ich sagen, Schätze heben und mit unseren Daten aktiv arbeiten, damit wir wettbewerbsfähig bleiben. Es wird aber nicht jedes Unternehmen ein KI-Unternehmen werden, weil oft die Anwendungsfälle gar nicht so sehr am besten durch eine KI abgedeckt werden, sondern oft auch mit einfacheren anderen Methoden auch genauso ein gutes wirtschaftliches Ergebnis erzielen. Ja. Was wir da sehen, ist quasi eine Übersicht, also ein bisschen, es ist ein bisschen so ein Reifegradmodell, aber nennen wir es nicht Reifegrad, weil gestern haben wir auch eine interessante Diskussion gehabt mit einem Fachkollegen, der gemeint hat, okay, Reifegradmodell impliziert immer, dass das höchste rechts außen quasi das Ziel ist für alle, dann wollen alle hin, aber das ist gar nicht so. Es ist die Frage, welches Kompetenzniveau man im Datenbereich da wirklich erreichen möchte. Man fängt einmal an, dass man sagt, auf der linken Seite, okay, ich habe einmal digitale Anwendungen, wo operativ mit Daten laufen und wo Programme drauf laufen, dass mein Business irgendwie funktioniert. Ich habe meine Warenwirtschaft, mein ERP, ich habe meine CRMs und Kundenverwalten etc. Daraus kann ich meine ersten Analysen machen, indem ich einfach mal sage, okay, was passiert denn jetzt gerade? Oder was sind meine Kennzahlen, welche KPIs, welche Key Performance Indicators kann ich ableiten, wie viel habe ich die Woche verkauft, wie viel Durchsatz hat die Maschine im letzten Monat gehabt. Diese Geschichten sind so die erste Erkenntnis, die ich aus den Daten ziehe. Dann die nächste Stufe ist das, dass ich dann frage nicht mehr, was passiert oder was passiert gerade oder was ist passiert, sondern warum ist was passiert. Das ist das, wo meistens dann entweder explorative Verfahren, das bedeutet, wenn ich zum Beispiel mit einem BI-Tool arbeite, wo ich mir unterschiedliche Datenauszüge zusammenstellen kann und so ein bisschen ergründen kann, warum denn bestimmte Phänomene eintreten. Oder wo ich dann auch statistische Verfahren anwende, wo ich sage, okay, was ist da eigentlich passiert, wie ist dazu gekommen, ist die Stufe. Die nächste Stufe ist dann nicht mehr zu fragen, okay, warum ist was passiert, sondern, oder was ist in der Vergangenheit passiert, sondern was wird in der Zukunft wahrscheinlich passieren. Das ist dann das, wo wir im Bereich Predictive Maintenance sind. Da sind wir dann am Einstieg und am Übergang zu Verfahren des Machine Learnings, aber auch dann nur in der Statistik zu Hause. Genau. Und dann geht es eben ab in den Bereich Automatisierung und dann ganz automatisiertes Business ohne menschliches Zutun. Ja, da werden wir noch, wie soll ich sagen. Wir werden ein bisschen brauchen und ich glaube, ganz wichtig ist, so, das war zu dem Thema Autoritäten, der sagt halt schnell mal, okay, Optimierung, das ist das Wichtigste für mich, wir müssen unsere Prozesse optimieren. Vielleicht zu wenig bedenkend, dass er die ersten vier Felder vorher sauber beantwortet haben muss, ja, damit er da hinkommt. Ich sage jetzt einmal so, vielleicht danke für das, dass du das gespiegelt hast. Ich glaube nicht, dass man durch alle Stufen durch muss, quasi eine Stufe nach der anderen. Ich glaube durchaus, dass es
auch, man kann, glaube ich, auch mit einer KI-Anwendung theoretisch wo einsteigen. Man muss nur nicht nur technologisch im Unternehmen so weit sein, sondern auch seinen Mitarbeitern, Kollegen und Entscheidern die Möglichkeit geben, dass sie, wie soll ich sagen, mit Daten einmal umgehen, umgelernen und dann nicht ungern damit umgehen. Aber das ist was, das ist, muss man einüben, da wie soll ich sagen, muss man schulen und halt leider einfach Beispiele geben und den Nutzen einfach greifbar machen. Ja. Und deswegen braucht es oft mehr Stufen und deswegen steige ich oft nicht in einer High-End-KI-Anwendung ein, außer in bestimmten Bereichen. In der Produktion gibt es sicher Anwendungsfälle. Aber ich muss einfach die Komponente Mensch mitdenken und den Mensch mitlernen und mitwachsen lassen. Es ist leider so. Das hilft nicht. Der Mensch ist das Problem. Genau. Wenn ich dann letzten Endes weiß, okay, und ungefähr das Bild habe, was sollte mein Pilotprojekt sein? Vielleicht sollte man vorher schon einen Partner, vielleicht da jetzt in dem Moment. Und es gibt ja da draußen ganz viele unterschiedliche Anbieter, beziehungsweise auch Experten für den Fachbereich künstliche Intelligenz und Data Science. Ich habe das mal probiert, wie soll ich sagen, ein bisschen aufzudröseln, auch in Diskussionen eigentlich mit Fachkollegen, die da mehr oder minder ein Stück bei den Senf dazugegeben haben, für die ich denen sehr dankbar bin. Und wir haben uns überlegt, okay, was gibt es denn eigentlich wirklich für eine unterschiedlichen Anbieter und für welchen Fall ist denn, geht man denn zu wem? Ja? Weil es gibt jetzt, wir haben eine ganz starke wie soll ich sagen, Forschungsinstitutionen in Oberösterreich, Bereich künstliche Intelligenz. Da können wir uns alle Finger abschlecken, beneiden uns andere darum, die ganz formidable Sachen machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein KMU bin, das, wie soll ich sagen, das erste Mal eine Datenanwendung machen möchte, zum Beispiel im Bereich, ich möchte meine die Kundenabwanderung vorhersehen, dann ist das eher, wie soll ich sagen, ein Standardproblem, wo es schon Standardlösungen gibt, wo ich wahrscheinlich nicht in die universitäre Forschung mit einem Forschungsprojekt reingehen werde. Aber schauen wir es uns noch ganz kurz von oben an. Die erste Frage ist einmal das, suchen Sie noch nach einem konkreten KI-Anwendungsfall, brauchen Sie da Hilfestellung und einen Überblick oder haben Sie schon einen ganz konkreten Anwendungsfall? Dann ist eben die Frage, ist es eher ein Standardproblem, eine Standardlösung? Dann geht man hin zu bestimmten Branchenlösungen für Handel, für Industrie. Ist ein Standardproblem, wie zum Beispiel dieses Thema Kundenabwanderung, dann gibt es da auch Prozesslösungen oder wie zum Beispiel auch, was haben wir ein Webinar gegeben zum Thema automatisierte Rechnungslegung, genau, haben Kollegen in Niederösterreich, in Salzburg schon realisiert. Da gibt es die Kollegen in Salzburg, da gibt es sicher auch andere am Markt, die schon fertige Lösungen haben. Ja? Falls dem nicht so ist, kann man sich die Frage stellen, okay, benötigt die Problemlösung echte Grundlagenforschung, wobei ich da den Kollegen auf den akademischen Einrichtungen fast ein bisschen Unrecht tue, weil sie machen nicht nur Grundlagenforschung, sondern forschen auch darüber hinaus, nicht nur an den Grundlagen und leisten da ganz Wunderbares. Und wenn ich sage, okay, ich habe überhaupt in meinem Unternehmen auch ein bisschen einen Forschungs- und Entwicklungszugang, ist da sicher die richtige Stelle zum Andocken. Wenn ich sage, okay, ich habe Anwendungsfälle, die sind nicht so weit weg von einer Standardanwendung, beziehungsweise brauchen keine wirkliche Grundlagenforschung, dann gibt es auch ganz wunderbare, wie soll ich sagen, Software- und Data Science Schmiede in Oberösterreich, in Österreich, die man auf Basis von Standardanwendungsverfahren meine individuelle Lösung schnitzen. Ja, Data is a Product sieht sich da eher in diesem Data Science Beraterbereich. Wir entwickeln Prototypen, aber machen dann keine großen, wie soll ich sagen, Projekte hinten dran, sondern übergeben die eigentlich an die Use Case Experten dann weiter. Ja, ich hoffe, das ist hilfreich für Sie als für den ersten Eindruck. So eine Frage war ich schon da, damit hast du es wunderbar beantwortet. Also, wie komme ich zu den Partnern? Ja, die einzelnen Schritte sind, glaube ich, immer ganz, ganz wichtig, sich zu fragen, was suche ich überhaupt. Ja, genau. Und sonst, wenn es eine gleiche Server ergibt, dann muss man halt ein paar Mal Kaffee trinken, ne? Mit den unterschiedlichen und so, das ist meine liebste Taktik. Ja. Bist du jetzt doch, ja, das ist sehr erwähnt. Ja, so wie dazu. Es ist noch nicht ganz 15 Uhr und wir sind durch fünf Schritte auf dem Weg zu Ihrer ersten Datenanwendung durchgeflogen. Wir haben uns zuerst angeschaut, wir müssen verstehen, was künstliche Intelligenz wirklich ist und was es eigentlich nicht ist. Ja? Wir müssen Anwendungsfälle kennen, wir müssen die Anforderungen kennen und ein klares Bild haben, wo wir dann hinarbeiten müssen. Wir sollten ein Pilotprojekt aufsetzen, um uns für uns selbst lernen zu können, aber auch um unseren Entscheidern und unseren Kollegen den Nutzen glaubhaft und verständlich zu machen.
wir begreifbar hast, schon angreifen können. Wir brauchen was zum Angreifen, das ist ganz wichtig, um eben erfolgreich in das Thema Datenzukunft einzusteigen. Und dann den Schritt Partner finden, haben wir auch angerissen. Wie gesagt, erstmal, ja, ist Ihnen überlassen, aber so als kleine Orientierung, vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Ja, was ich Ihnen selbst nur mitgeben möchte auf den Weg, ist das Thema, alle Unternehmen werden Datenunternehmen sein. Da glaube ich daran, dass auch kleinere Unternehmen mit Daten arbeiten werden. Nicht alle Unternehmen werden KI-Unternehmen sein. Ich glaube trotzdem, am Anfang dieses Webinars ist der Professor Sepp Hochreiter gestanden, der gesagt hat, ja, na bitte vermassel das nicht mit der KI. Ich glaube, dass es sehr viele Unternehmen gibt, die relativ schnell in einen KI-Anwendungsfall einsteigen. Ich glaube, dass es noch mehr Unternehmen gibt, die zuerst einmal, wie soll ich sagen, einfachere Datenprojekte arbeiten werden und dann vielleicht hinwachsen. Und andere Unternehmen werden, wie soll ich sagen, mit einfachen Datenanwendungen relativ weit kommen und auskommen. Ja. Genau. Was ich noch versprochen habe, das, wie soll ich sagen, am Anfang des Seminars, der Webinars ist auch gestanden, KI Doing, für alle diejenigen, die es jetzt schon gefragt haben, ja, recht viel getan haben, jetzt noch nicht, wir haben mehr zugehört und gefragt, lade ich Sie herzlich ein, ich stehe zur Verfügung, im Rahmen dieser 5 Schritte, die wir jetzt besprochen haben, ein Workbook, quasi 5 Arbeitsblätter, die Sie an diesen 5 Schritten orientieren, wo Sie für sich selbst einmal durchgehen könnten, okay, was könnten denn eigentlich für uns Anwendungsfälle sein, was für Daten haben wir denn ungefähr, damit Sie sich selbst einmal Orientierung verschaffen können und vielleicht da schon ein bisschen mehr wissen, wenn Sie es erst einmal mit einem potenziellen Partner sprechen. Ja, danke, also das ist sicherlich sehr nützlich, ich habe ganz kurz schon reingeschaut. Die Leute kommen ins Doing und ich übernehme jetzt gleich mal, glaube ich, ein bisschen, weil du bist am Ende von deinem Vortrag. Also danke, Julia, sensationell in der Zeit, das durchzubringen. Ja, mir bleibt nur ein paar Sachen am Schluss. Das eine ist einfach hinzuweisen, wir werden uns hier noch zweimal mit der Julia sehen. Das heißt, am 17. März, da geht es eher Think Big, also ein Use Case in dem Bereich Marketing, Vertrieb, zu präsentieren und dann aber doch wieder zurück zu dem Start Smart. Also dort wollen wir schon viel mehr ins Doing kommen. Einfach in dem letzten von den 3 Webinaren sollte Ihnen klar sein, wie können Sie in Ihrem Unternehmen oder auch nicht, aber wann welchen Use Case aufsetzen. Und dann gibt es eben, wie am Anfang schon angekündigt, die Möglichkeit für einen Teil von Ihnen, die bei allen 3 Webinaren dabei waren, sich dann zu qualifizieren, um auch einen halbtägigen kostenlosen Workshop im kleinen Kreis zu machen. Da kommt die Info folgt und werden wir bringen. Zwei Anmerkungen noch. Das eine ist natürlich, irgendjemand hat uns geschrieben, wir verwenden alle KI, nämlich im Auto und im Handy. Bei unserer Frage, verwenden Sie schon KI? Wohl. Gut zugehört. Gut zugehört. Ich habe es schon ein bisschen angeschnitten und darum sind ein paar einige Fragen kommen mit den Förderungen. Bei den Förderungen, ja, es wird einiges an Förderungen in der nächsten Zeit kommen, weil einerseits, und vielleicht haben Sie es in den Medien gehört, wird in dem Bereich Digitalisierung von der Ministerin ein eigenes Programm aufgesetzt über AWS. Da werden 15 Millionen, das ist schon an Fördergeldern rausgeben. KMU Digital, ein Programm, das es schon seit Jahren gibt, ist auch knapp vor der Wiederaufnahme. Das heißt, da wird man auch bald Bereiche in Digitalisierung und eben auch im Bereich künstliche Intelligenz Datenprojekte geben. Und wir in Oberösterreich, dort kenne ich mich halt am besten aus, sind ganz knapp davor, eben unseren Digital Starter 21 aufzulegen. Also es wird ab Mitte März wieder zum Beantragen sein. Und da sind, und das, ich kenne das Programmdokument, da sind all die Themen, die Sie da jetzt drinnen haben, gut und zum Teil sehr gut gefördert, weil es wird eben auch so einen Schwerpunkt geben, wo es noch Bonus gibt. Da einfach bitte vielleicht, steht jetzt nicht da, aber wir werden immer auf unserer Landingpage wko.at/oue/Digitalisierungsförderung werden wir immer aktuell alle Förderprogramme im Bereich Digitalisierung aufführen und da die entsprechenden Links zu mehr Informationen bzw. zur Beantragung dort haben. Ja, die Präsentation ist eh schon von der Kollegin beantwortet. Kriegen Sie die nächsten Tage Download wko.at/KI. Sag danke, wir haben ein bisschen überzogen, aber ich glaube, es war sehr, sehr spannend. Danke, Julia, dass du Zeit genommen hast. War eine Freude, auch die dritte
Periode jetzt so zu beginnen und ich freue mich auf das nächste Mal. Ihnen allen viel Erfolg und immer noch gesund bleiben bitte. Danke.